Willkommen zurück zur Pokémon Weiß Edition 2, dem 250. Part, und es sind nicht mehr viele. Die Pforte des Zaubereichs 3 werden wir nun anpeilen und ich hoffe, dass euch das Ende gefallen wird. Die Pforte des Zaubereichs 3, der Weg zurück. Durch den Hinweis des Plüschtiers ist es Prinzessin Jessie irgendwie gelungen, die Pforte zu beziehen. Sie steckte das Plüsch in die Tasse und los. Doch die Szenerie der Pforte, whatever. Prinzessin Jessie befindet sich in einer misslichen Lage. So viel kann man festhalten. Mit der Prinzessin erschaffen, Cosilla zu entkommen und in ihre eigene Welt zurückzukehren. Also sie hat halt Cosilla vor dem Ding getroffen. War wieder zu schnell für mich zum Lesen. Was soll man machen? Leider alles zu schnell. So, weiße Pforte wird in den Kampf geschickt. Eine neue Pforte. Yay! Und wir kämpfen diesmal mit Gelatwino. Ja, unser Pokémon entwickelt sich wieder in jeder Szene. Strange, aber irgendwie... Hä? Du? Wie hast du es denn geschafft, aus der Zelle zu entkommen? Mein Plüschtier sollte dich doch bewachen. Dieses Ding, dem habe ich einen kleinen Klaps verpasst und schon ist es heulend davongelaufen. Moment mal, mein Image. Psst, nicht drehen, verhalte dich ruhig. Ich kehre jetzt in meine Welt zurück. Das könnte lustig werden. Dann geh doch zurück, wenn du kannst. Schau mal, das ist die Pforte, durch die du gekommen bist. Wenn du sie zerstörst, kannst du in deine Welt zurückkehren. Noch eine Pforte? Aber wenn das diejenige ist, durch die ich gekommen bin, hätte ich die Chance, hier rauszukommen, wenn ich gewinne. Versuch's doch, wenn du kannst. Okay, ich werde sie auf jeden Fall zerstören. Wichtig ist... die Strategie. Dialogzeile auswählen. Wovon soll ein Kind wie du schon Ahnung haben? Nun, wir werden zeigen, wie viel Ahnung wir haben. Also zunächst Hagelsturm. Hier gibt es wieder einige komplizierte Mechanismen. Entweder ich habe hier einen Link zu PokeWiki in der Beschreibung oder ja, eine genaue Beschreibung, wie das alles funktioniert. Nochmal einzeln aufgelistet. Muss ich mir noch genau überlegen, wie ich das mache. Auf jeden Fall zu kompliziert, das hier alles zu erklären. Hey Jesse, es gibt zwei Pforten. Du bist durch die weiße Pforte gekommen, oder? Ja. Es ist besser, wenn du damit wartest, gegen sie zu kämpfen. Besieg erstmal die schwarze Pforte. Alles klar, die Pforte, durch die wir zurückgehen, muss übrig bleiben. Nanu, was murmelst du denn da vor dich hin? Ich habe mir nur eine Strategie zurechtgelegt. Selbstgespräche führen ist nie gut. Nur einsame Menschen reden mit sich selbst. So, Säurepanzer müssen wir jetzt einsetzen. Denn jetzt müssen wir ein wenig auf einen Austausch hinarbeiten. Denn die schwarze Pforte muss besiegt werden. Das schlechte Ende erreichen wir, wenn wir diese weiße Pforte besiegen. Dann sind wir deutlich am Arsch. Jetzt bekommen wir Eisart durch Hagelsturm. Und das Überraschungsende erreichen wir, wenn wir alle 10 überstehen. Da muss man aber ganz schön lange stallen. Also, ja. Einfach irgendein mega starkes Bogen mitnehmen, mit dem man hier chillen kann. Ist damit mit Genesung oder so. Wobei das bei den hohen Leveln schwierig werden könnte. Also, sehen wir dann. Sag mal, Cosilla, wozu hast du diese Pforten überhaupt gemacht? Nun, schade wohl nicht, wenn ich es dir sage. Die Pforten verbinden dieses Zauberreich um deine Welt. Durch die Pforten haben sich schon viele Menschen hier verirrt. Verstehe. Was ist aus ihnen geworden? Hast du sie eingesperrt, so wie mich? So ist es. Solange es sie in dieser Welt sind, wird ihnen nach und nach ihre Lebensenergie entzogen, die schließlich auf mich übergeht. Was sagst du da? Wenn ihnen ihre Lebensenergie entzogen wird, hören sie auf, an Flucht zu denken und tun alles, was ich ihnen sage. Bald wird sich das Feld des zweiter Welten umkehren, es wird niemanden mehr geben, der sich mir in den Weg stellt. Unfassbar, ich hätte nicht gedacht, dass diese Pforten so eine schreckliche Kraft besitzen. Nein, niemals! Wird Dialogzeile auswählen. Ach ja? Ich kann tun und lassen, was ich will, aber du solltest nicht vergessen, dass dir, während wir uns hier unterhalten, die Lebensenergie entzogen wird. Ja. Relativ krass, also es ist natürlich eine der krassesten Storys, die es gibt. Ich meine, hier wird einem die Lebensenergie entzogen. What the fuck? Und ja, jetzt kommt Staffette. Deswegen setzen wir die ganze Zeit Säurepanzer ein, damit wir auf die schwarze Pforte vorbereitet sind. Denn die müssen wir jetzt besiegen und müssen der standhalten. Wir brennen halt, das ist ungeschickt. Aber zum Glück haben wir keinen physischen Angriff, der uns schaden könnte. Ja, Nitro-Ladung. Deswegen brauchen wir eben auch den Hagelsturm. Dadurch wird die Stärke von Nitro-Ladung reduziert. Zudem durch den Säurepanzer nehmen wir so oder so sehr viel weniger Schaden. Deswegen war es wichtig, dass wir das machen. Und jetzt können wir mit Meteorologe angreifen. Und sollten ihn so besiegen. Aber es ist relativ knapp, möchte ich dazu sagen. Verabschiedest du die Menschen so sehr, dass du sie in diese Welt lockst und ihnen schlimme Dinge antust?
Nicht unbedingt. Ich möchte einfach nur ihre Lebenskraft. Ich nutze sie schlichtweg als Energiequelle. Das ist ja schrecklich, Menschen so zu benutzen. Ach ja, dein Vater macht es doch genauso. Alle Könige nutzen ihre Untertanen aus. Das ist nicht wahr. Vater hat immer gesagt, wie wichtig unsere Untertanen sind. Dass ein König für sein Volk da ist, nicht das Volk für den König. Er ist überhaupt nicht wie du. Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, was Vater gemeint hat. Nun, du kannst sagen, was du willst. Vater, Vater. Ich schaff's. Dialogzeile auswählen. Du gibst immer noch nicht auf? Dann gib dein Bestes. So. Toxin bringt natürlich nichts, weil, ich meine, wir brennen schon. Können in Pokémon noch keine zwei Statusänderungen gleichzeitig haben. Ich hoffe auch, das wird niemals eingeführt werden. Weil das wäre dann einfach zu Overkill. Bei Pokémon, die nur auf Statuserwerte aus sind. Es sieht schlecht aus. Diese Welt beginnt auseinanderzubrechen. Damit habe ich keine Energie mehr. Ich muss unbedingt die Lebenskraft dieses Mädchens in mich aufnehmen, bevor die magische Kraft erschöpft ist. Ja, das bringt nichts mit seinem Toxin. Wir können dafür jetzt mit Meteorologe ihn erledigen. Wobei, nee, eine Runde kriegt er noch. So, Eishaut. Aber ja, nächste Runde reicht dann. Wie gesagt, mit Toxin können wir uns wenig anhaben. Da bin ich sogar froh, dass ich brenne. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir Toxin abbekommen würden. Und ja, das war's. Rums! Geschafft, ich habe die schwarze Pforte besiegt. Gut gemacht. Unmöglich, das kann nicht. Was ist los? Cossilla hat alle ihre Magie in die Pforte gesteckt. Diese schöne Pforte hat ihr Schaden zugefügt. Das tut weh, das sollte gar nicht möglich sein. Cossilla ist verschwunden. Das bedeutet, dass auch diese Welt bald verschwinden wird. Was machen wir jetzt? Wir öffnen die weiße Pforte und gehen durch sie durch. Sie sollte in unsere Welt führen. Okay, lass uns nach Hause gehen. Zurück in unsere Welt. So kehrt Prinzessin Jessie unversehrt in ihre Welt zurück. Durch ihre Erlebnisse im Zauberreich ist Prinzessin Jessie viel reifer geworden. Und sie wurde eine tolle Königin, die mit ihren Freunden, Familien in Frieden und Wohlstand lebte. Und ihre Untertanen gut führte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann hat sie heute Caleb geheiratet und sie sind glücklich zusammen. So. Gut, das war's von dieser Stelle. Das war der nette kleine Film, der leider nicht qualitativ so gut war wie die erste Aufnahme. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber so spielt einem das Leben halt manchmal böse Streiche. Wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal geht es dann mit den letzten, mit der vorletzten Filmreihe weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.